Erste Halbzeit, denke ich, hatte die Anfangsphase, war Magdeburg klar, spielbestimmt. Haben uns da ganz schön laufen lassen. Pommes hat auch Lorang gehalten, aber wir haben uns dann in das Spiel reingekämpft. Ja, uns auch Chancen erarbeitet. Gerade die zweite Halbzeit war sehr, sehr gut und ich denke, das Unentschieden geht in Ordnung. Magdeburg ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, muss man immer so sagen. Deswegen nehmen wir den Punkt gerne mit. Man sieht jetzt auch an den Magdeburger Spielern, die sind nicht zufrieden. Ist auch ein gutes Zeichen für uns. Und ja, haben jetzt noch ein Spiel und dann geht es in die Winterpause. Und es ist halt schade, dass das Spiel nicht vor Zuschauern stattgefunden hat. Muss man sagen, dass so die ersten 20, 25 Minuten dann nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben, aber auch ganz klar natürlich durch das schnelle Gegentor mit der ersten Möglichkeit dann Rückstand zu gehen. Und der Plan, den man sich irgendwo zurechtgelegt hat, der ist dann so ein bisschen hinfällig. Und da hat man auch gemerkt, dass wir da ganz schön zu knabbern hatten und ja, dann auch Glück hatten. Oder sagen wir mal nicht Glück, wir hatten einfach einen guten Torhüter, der uns dann auch davor bewahrt hat, dass wir es 2 und 3-0 kassieren. Und dann so mit jeder Minute, die dann oben drauf kam, haben wir uns da reingekämpft, uns durch gute Situationen Selbstbewusstsein geholt und dann in der zweiten Halbzeit mit dem Eigentor auch irgendwo belohnt. Ja. Das ist ein Drittligaspiel, das ist ein Pflichtspiel und das wollen wir gewinnen. Und da geht es jetzt nicht um die goldene Ananas, sondern es geht um 3 Punkte. Das sollte man im Vorfeld, denke ich, oder gerade auch im Nachgang festhalten. Ein Punkt ist es geworden durch eine kämpferisch gute Leistung, läuferisch total wichtige, aber auch richtig gute Leistung und haben uns dann am Ende mit dem 1-1 belohnt. Es ist aber auch nur ein 1-1 geworden. Den Punkt nehmen wir trotzdem gerne mit gegen eine Mannschaft, sicherlich ist gerade angesprochen, die zuletzt sehr, sehr viel richtig gemacht hat, viele Punkte geholt hat. Ich glaube, mit 41 Punkten jetzt in die Rückrunde geht. Alle Achtung, da muss man Respekt zollen, aber halt auch nicht in Ehrfurcht erstarren. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben ein Heimspiel gehabt, es war ein Ostderby, haben den Punkt geholt. Es ist aber auch nur ein Punkt. Jetzt machen wir weiter und doch. Ich glaube, das wirft natürlich so irgendwie alles über den Haufen und macht natürlich auch was im Kopf. Und das hat man einfach gemerkt innerhalb der Mannschaft, dass dann auch leider so diese Umschaltsituation, die dann auch irgendwo kam, dass die dann zu ungenau gespielt wurden und man sich da so ein bisschen auch mehr Ballbesitz, gute Möglichkeiten dadurch ein bisschen kaputt gemacht hat. Und ja, natürlich dann auch das Selbstbewusstsein nicht gerade grenzenlos ist, wenn man dann so ein Spiel startet. Aber wie ich schon gesagt habe, dann durch so ein paar gute Situationen, die wir dann auch besser genutzt haben, kam Selbstbewusstsein und dann ist es halt nun mal so, man hat nichts zu verlieren, wenn man dann so die ersten 25 Minuten sieht. Viel schlechter ging es dann auch fast nicht mehr, beziehungsweise, was heißt viel schlechter, es war jetzt nicht bodenlos, aber man wusste halt einfach, ja, was soll noch passieren, man liegt 1-0 hinten, vorne drauf und dann mutig spielen. Ja. Guter Standard von Patrick, aber es war ein Eigentor von Magdeburg. Trotzdem, wenn die so gefährlich reinkommen, wenn die scharf kommen, ist es auch wichtig zu verteidigen und das hat man in der Situation gesehen. Aber das Tor haben wir uns erarbeitet in der zweiten Halbzeit und ist nicht unverdient. Und von daher mal wieder super stolz auf die Mannschaft. Aber wir haben in 2 Tagen dann noch ein schweres Spiel und das wollen wir auch nochmal erfolgreich abschließen und dann halt 2 Wochen mal Ruhe zu haben. So ein Standard kann auch einfach mal, da können auch Tore fallen, wenn man ein bodenloses Spiel macht. Ja. Bringt einen dann zurück ins Spiel, bringt einen in Führung oder dreht das Spiel vielleicht auch. Insofern, so eine Standardstärke ist extrem wichtig, gerade in der dritten Liga. Und da gibt es sicherlich andere Sachen, die wir noch verbessern müssen. Aber an Standards, so wie wir die jetzt aktuell nutzen, ja, da müssen wir dranbleiben. Und wie gesagt, so ein bisschen andere Möglichkeiten, Tore zu schießen, gibt es ja auch noch. Da müssen wir uns noch weiterentwickeln. Und ich denke, dann sind wir auf einem guten Weg. Es ist natürlich was anderes, wenn keine Zuschauer da sind. Dann hat man nicht so das Feeling von einem Ostderby. Aber ja, gegen den ersten FC Magdeburg zu spielen, ist für mich was ganz Besonderes. Ich habe da 10 Jahre gespielt, über 200 Spiele gemacht und insofern auch ganz, ganz viele Erinnerungen, vor allem positive an die Zeit und an den Verein. Und kenne jetzt nicht mehr ganz so viel aus der Mannschaft, aber so schnelllebig ist nun mal das Fußballgeschäft. Aber es ist und bleibt ein besonderes Spiel für mich. Viel Regeneration, viel analysieren natürlich, weil haben dann die ersten Minuten, glaube ich, nicht ganz so gut reingefunden, haben dann auch das Gegentor bekommen. Mit der Zeit wurde es dann immer besser, aber jetzt auch erstmal runterkommen, erstmal regenerieren, ganz wichtig, und dann voller Fokus auf Dortmund vorbereiten, dass wir dann in die Rückrunde hoffentlich mit dem Dreier starten können. Regenerieren, wenig trainieren und dann wirklich ja, auch mit ein bisschen Selbstbewusstsein dahin fahren. Dortmund ist eine spielerisch starke Mannschaft, das ist immer so bei zweiten Mannschaften. Da muss man auch wieder sehr, sehr intensiv spielen gegen den Ball. Deswegen müssen wir uns jetzt wirklich in die Eiszone hauen. Ja, dann geht es am Samstag weiter. Das ist nicht ganz so einfach, wie es sich manchmal ausspricht. Trotzdem geht es in Dortmund wieder Punkte zu holen, das ist ja logisch. Das ist auch eine spielerisch starke Mannschaft. Auch
Rote Erde Platz. Der ist, glaube ich, zu der Witterung auch nicht ganz so gut. Vielleicht kommt uns das sogar entgegen. Das wird man sehen, muss man schauen. Wichtig ist wieder, dass wir unsere Tugend auf den Platz kriegen. Wir reden immer davon, wir müssen es auch tun. Das ist immer ganz wichtig. Wenn uns das gelingt, sind wir in Dortmund auf jeden Fall in der Lage, da den Dreier zu holen.